Hallo! Erinnert ihr euch noch, also wahrscheinlich nicht, weil sogar ich mich fast nicht mehr daran erinnere, als ich diesen YouTube-Kanal vor vielen, vielen Jahren gestartet habe, habe ich eigentlich nur Videos über Lolita gemacht und bin dann so ganz langsam in das Beauty-YouTube-Loch gefallen, aus dem ich inzwischen auch ja, ziemlich eigenständig wieder rausgekraxelt bin. Aber dafür ist in den letzten Wochen und Monaten meine Liebe für Lolita wieder neu entfacht. Und wenn ich weiß, was Lolita ist, es hat nichts mit Nabokov zu tun. Es ist ein japanischer Modestil, der beeinflusst ist von viktorianischer und Rokoko-Mode und hat nichts mit minderjährigen Mädchen zu tun. Ich habe in den letzten Jahren immer mal hier und da wieder ein Lolita-Video eingestreut. Ein Outfit-Video oder ein Follow-me-around auf Treffen, aber irgendwie ist es nicht mehr der Hauptfokus meines Kanals, weil ich keinen Hauptfokus habe. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum dieser Kanal nicht mehr wächst, aber packen wir das auch zur Seite, da wo es hingehört, in den Müll. Auf jeden Fall, worauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ich in den letzten 3 Jahren eigentlich überhaupt gar keinen Lolita getragen und habe auch nichts Neues mehr gekauft seit einem Bodyline-Haul. Jetzt brenne ich wieder dafür und habe Lust, meine Garderobe aufzupeppen und auszubauen und wunderschön zu machen und ganz viele tolle Cords zusammenzustellen, auch wenn ich wahrscheinlich niemals mehr Zeit haben werde, auf Treffen zu gehen, weil voll arbeitend und immer samstags arbeitend. Aber auch das packen wir zur Seite. Dieser Haufen neben mir wird immer größer mit Sachen, die wir zur Seite packen. Und kommen zum eigentlichen Thema, denn ich habe einen Lolita-Haul für euch. Und eventuell habe ich auch noch einen zweiten. Ich habe eine große Kiste mit Stuff da drüben auf der Seite. Also im anderen Raum, und hier neben mir habe ich nur einen kleinen Haufen von Zeug, was ich gekauft habe. Ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn heute nicht mitarbeiten möchte und dass meine Gedanken einfach nur so hin und her sprudeln. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich muss über nichts Intelligentes reden. Ich muss nur Klamotten in die Kamera halten. Laura, du schaffst das. Ich habe bestellt bei My Lolita Dress. Das ist ein Taobao Reseller. Also das heißt, die kaufen von verschiedenen Taobao-Brands die Sachen ein und verkaufen sie mit ein bisschen Aufpreis weiter, was den großen Vorteil hat, dass man nicht über einen Shopping-Service gehen muss und auch sich nicht durch die Weiten von Taobao prügeln muss, obwohl ich mal ein Video gemacht habe, wie man auf Taobao einkauft. Das kann ich euch bestimmt auch unten verlinken, wenn ich es nicht vergesse, was ich garantiert tun werde, aber ansonsten seid ihr erwachsene Menschen und könnt das bestimmt auch selber rausfinden. My Lolita Dress sitzt, soweit ich weiß, tatsächlich auch in China, und ich habe sogar vorletztes Jahr schon mal was bei denen bestellt, allerdings nicht direkt für Lolita, sondern ich habe einen Petticoat gekauft, den ich für mein Hochzeitskleid tragen wollte, der dann nicht rechtzeitig angekommen ist, und ich hatte vergessen, dass ich das da bestellt habe und dass ich mich da ein bisschen mit dem Kundenservice rumgeärgert hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich woanders bestellt. Aber dieses Mal, muss ich sagen, war meine Erfahrung wirklich sehr, sehr positiv. Ich habe 2 Kleider bestellt, die da liegen, und hatte dann nur aus Interesse mal eine Mail geschrieben an den Kundenservice, wie das so aussieht, ob die auch mit kleinen Influencern, ich möchte mich nicht als Influencer bezeichnen, zusammenarbeiten, und die nette Dame vom Kundenservice meinte, sie arbeiten generell nicht wirklich mit Influencern zusammen, weil die eine sehr, sehr kleine Gewinnspanne haben, was dazu führt, dass sie die Kleider und alles, was sie haben, ziemlich günstig verkaufen, aber halt für sie nicht so viel Gewinn rausbringt, und deswegen bleibt wohl nicht wirklich Budget, um sowas zu machen. Aber sie meinte, ja, sie guckt mal, was sie in Stock hat, und packt mir noch ein kleines Geschenk dazu. Und das fand ich wirklich sehr, sehr süß. Und ich habe auch gar nicht so lange auf die Sachen gearbeitet, obwohl eine Sache erst angefertigt werden musste und die andere musste bestellt werden. Also ich glaube, die haben tatsächlich keinen großen Lagerraum, wo sie halt in Bulk kaufen und dann direkt verschicken, sondern manche Sachen ordern sie dann auch direkt von den Taobao-Sellern, also quasi wie ein Shopping-Service. So ist zumindest das, wie ich das verstanden habe, aber keine Ahnung. Bevor ich mich jetzt totquatsche, wollt ihr bestimmt sehen, was ich gekauft habe, weil ich möchte auch immer nur sehen, was die Leute gekauft haben und gar nicht dir ein ganzes blödes Gebrabbel anhören. Es tut mir leid. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Und ich packe das mal aus. Wir fangen mit dem hier an, weil da ein bisschen weniger drin ist. Das ist ein Raschel, raschel. Das ist ein Jumper Skirt von der Marke Infanta.
die machen viel so Classic-Lolita-Sachen, aber auch ein bisschen in Richtung Sweet gehend. Und das hier, finde ich, ist so ein bisschen auf der Mittelgeraden dazwischen. Ich finde, es hat sogar fast ein bisschen Otome-Style. Und ich habe das gesehen und war sofort verliebt, denn diese Farbe, dieses Petrol-Tauben-Jeans-Blau in einem Kleid, wunderschön. Und dann halt die Erdbeeren da drauf und dieser Coffee-Print und ich habe es gesehen und wollte es haben und habe mich verliebt und habe es gekauft. Und es war halt auch super günstig. Ich glaube, das Kleid hat noch nicht mal 30 Euro gekostet. Und dafür finde ich das echt schön. Ich hatte das schon an. Es hat ein paar kleine Makel. Der erste, der da wäre, ist der Schnitt. Also ich weiß nicht, ob ihr es so, wenn ich es so neben mich halte, seht. Aber dieser Bereich hier ist sehr, sehr kurz. Und meine Brüste sind von Natur aus relativ tief. Das heißt, diese Naht, die in der Taille sitzen sollte, sitzt bei mir fast schon auf der Brust. Und ich weiß, das ist so ein Babydoll-Schnitt und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil Babydoll ist süß und überhaupt und sowieso. Aber es sitzt tatsächlich ein bisschen hoch und ich muss mal gucken, ob ich irgendein BH finde, der meine Bubis schön nach oben schnallt, aber gleichzeitig nicht zu sehr vergrößert, damit das irgendwie ein bisschen besser sitzt, weil damit habe ich noch so ein bisschen meine Issues. Und dann waren auf dem Print die Erdbeeren sehr viel pinker, als ich gedacht habe, weshalb ich es nicht so tragen werden kann, wie ich es im Kopf hatte. Aber ich werde mir eine Alternative überlegen und trotzdem ein schönes Outfit damit zusammenstellen. Also ich werde bestimmt auch schon Tragebilder, Video eingeblendet haben, aber das ist ja dann keine full-on realisierte Koord, sondern halt nur, um es mal angezogen zu zeigen. Ja, ansonsten ist das Kleid aus Polyester und nicht aus Baumwolle. Das hatte ich tatsächlich auf den Fotos nicht so richtig wahrgenommen, beziehungsweise ich habe es auch nicht gelesen, stand bestimmt irgendwo in der Beschreibung. Was natürlich auch der Punkt ist, warum es so günstig ist, nehme ich mal an. Aber es hat trotzdem eine schöne Qualität. Es ist jetzt nicht das am besten verarbeitete Kleid, was ich besitze. Und es ist tatsächlich, wie ihr seht, auch nicht gefüttert, aber ganz ehrlich, für ein 30-Euro-Kleid erwarte ich das auch eigentlich nicht. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Kauf. Und mit dazu gab es noch so eine Haarschleife und ich glaube, das ist tatsächlich meine erste so große Haarschleife, weil ansonsten nehme ich von meinen Bodyline-Kleidern immer die Bauchschleife und packe die mir in den Kopf. Aber das hier ist tatsächlich so gedacht. Ich setze es jetzt mal nicht aus, weil ich habe da schon Schleifen. Das zweite ist eher ein Gothic-slash-Classic-Kleid. Es hat nicht so richtig Gothic-Motive, aber es ist düster und ein bisschen deprimierend. Deswegen kann es so fast als Gothic einsortiert werden. Das ist von der Marke Soufflé Song, die wirklich sehr, 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 sehr schöne Kleider auch machen. Halt vor allem Richtung Gothic tatsächlich. Und das Kleid nennt sich Vanitas, weil hier vorne ein Vanitas-Bild drauf. Es ist kein Stillleben, denn es ist eindeutig ein Gesicht vorne drauf. Ja, aber ein Gemäldebild. Ich wollte schon Ewigkeiten so ein Kleid haben mit unten Gemäldeprint drauf und jetzt habe ich endlich eins und ich liebe es sehr. Ich finde, das Kleid fühlt sich so insgesamt ein bisschen hochwertiger an als das Infanta-Kleid. Auch wenn ich leider sagen muss, dass der Print vorne drauf ein bisschen unscharf ist. Aber es ist auch Chiffon. Ich weiß nicht, wie scharf man auf Chiffon drucken kann, aber wahrscheinlich schärfer als das. Ich nehme einfach mal an, die Datei, die sie genommen haben, bevor sie das geprintet hatten, hatte nicht die angemessene Auflösung dafür. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Und es hat sogar zwei Schichten, nämlich einmal hier diesen Chiffon-Überkleidwurf und dann hat es noch so eine Lining-Schicht. Ich habe zu viele englische Videos geguckt, ne? Ich kann nur noch so Wörter auf Englisch. Und dann weiß ich, dass viele Leute ankommen, wie, kannst du kein normales Deutsch reden? Nein, kann ich offensichtlich nicht, sonst würde ich es ja machen. Der Body oben ist vom Stil eher Classics. Es hat hier so Pin-Tucks eingenäht. Auch da weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und hier ein bisschen spitze. Und das ist relativ simpel, aber sehr, sehr schön. Und dann kam das noch mit Accessoires, nämlich einmal so ein Gürtel. Der ist hinten zum Knöpfen und vorne zum Schnüren oder andersrum und ist halt so Gummiband. Ich glaube, es ist ein kleines bisschen, ganz, ganz kleines bisschen eng für mich, aber in ein paar Monaten passt mir das dann hoffentlich perfekt. Ich kriege es auf jeden Fall zu und es sieht auch nicht schlimm aus, aber es ist halt schon
sehr eng. Und dann gab es dazu noch, wo ist es? Hier so ein Choker, der ist super simpel und eigentlich nur so ein Spitzenband und ein kleiner Anhänger und ein Verschluss hinten. Aber es ist gut zu haben auf jeden Fall, da muss ich sowas nicht für 3 Euro extra nochmal dazu kaufen. Und es gab dieses Set tatsächlich auch nochmal mit einer Bluse und einem Headpiece, Fragezeichen. Auf jeden Fall gab es eine Version mit Bluse, die habe ich aber nicht gekauft, sondern habe mir eine andere schwarze Bluse gekauft, die im Nachgang nicht so gut zu diesem Kleid passt, wie die Bluse, die dazugekommen wäre. Deswegen hätte ich vielleicht doch das Set mit Bluse kaufen sollen, aber dafür ist es zu spät. So, und dann habe ich ja gesagt, ich habe noch ein kleines Geschenk mit dazu bekommen. Vielen, 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 vielen lieben Dank, mein Lolita Dress, dafür. Und zwar hat mir Linda, die Dame vom Kundenservice, geschrieben, sie hat eine Strumpfhose in Stock, die sehr, sehr gut zu dem Kleid passt. Und ich dachte schon so, oh, Strumpfhose. Bei meiner Größe, das kann nicht so richtig gut gehen. Das ist die hier. Ich habe die schon anprobiert, deswegen sieht die in der Verpackung gerade nicht so super nice aus. Ja, die ist auf jeden Fall sehr schön und hat so ein bisschen Ballsaal-Print mit so Chandeliers, aber auch Text, und irgendwie sieht das ganz fancy aus und passt wirklich sehr, sehr gut zu dem Kleid von dem Motiv. Ich habe sie anprobiert. Ich kann sie anziehen, sie ist nur ein ganz, ganz kleines bisschen zu kurz. Und ich würde behaupten, wenn dann noch ein paar Kilo runter sind, sind übrigens schon 6,5 weg, ich bin sehr, sehr stolz auf mich, wenn noch ein paar Kilo runter sind und meine Oberschenkel nicht mehr ganz so fett sind, dann kriege ich sie auch ein bisschen höher gezogen. Das passt schon. Ja, ansonsten war das der Haul. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Schaut euch die Seite an, wenn ihr Lust habt, habt vielleicht auch im Hinterkopf. Ich habe relativ viel auch negative Reviews zu der Seite gelesen, aber auch viele positive. Also es scheint wohl so ein bisschen Mix zu sein. Also Leute, die sehr, 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 sehr lange auf ihre Bestellung gewartet haben oder die irgendwie das Falsche bekommen haben oder wo die Kommunikation mit dem Kundenservice nicht so richtig gut funktioniert hat. Ich hatte bis jetzt, wie gesagt, bei der Bestellung gar keine Probleme. Bei der letzten Bestellung habe ich einfach unglaublich lange darauf gewartet und habe in der Zeit keine News bekommen vom Kundenservice selber, sondern musste halt immer hinterherlaufen. Aber wie gesagt, scheint mal so zu funktionieren. Probiert es im Zweifelsfall einfach selber aus, benutzt PayPal, dann kriegt ihr im Ernstfall euer Geld wieder. Und ansonsten sagt mir mal, ob ihr den riesigen Stapel, den ich da drüben habe, auch noch sehen wollt. Ich habe nämlich sehr, 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 sehr viel bei AliExpress bestellt. Und AliExpress ist definitiv nochmal ein heißeres Pflaster als My Lolita Dress oder Taobao direkt. Aber wir sind jetzt ganz gut damit weggekommen. Also wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet. Sagt mir, ob ihr mehr Lolita-Videos sehen wollt oder ob ihr das ganz blöd findet und ich das einfach lassen soll. Und ansonsten war es das von mir. Habt euch wohl, macht's gut und tschüss!